ist nämlich schon mal Paartherapeut, Beziehungscoach und so weiter und so fort. Und wir haben mal wieder die überaus spannende Frage, die du auch eine russische Frage hast, kannst du bei einem Formular auf liebeschiff.de machen. Da findest du auch meine hervorragenden Kurse. Guck nicht immer nur die Videos. Vielen Menschen haben die Kurse so geholfen. Vielen, vielen Menschen. Und die zeitlose Frage, nicht ausreichendes Interesse oder Bindungsangst von Andra Tevschkola. Hallo Christian, ich habe schon einige deiner Vlogs immer wieder angeschaut, weil sie mir auf jeden Fall mal wieder helfen, Klarheit an bestimmten Punkten reinzubekommen. Gerade stecke ich aber so massiv fest, dass ich dachte, ich schreibe dir mal in der Hoffnung, vielleicht eine zündende Idee zu bekommen. Also wir haben hier den Fall, dass die Schreiberin nicht weiß, ob sie ausreichend Interesse hat oder Bindungsangst. Also diesmal geht es nicht um das Date. Ich habe vor 2,5 Monaten einen Menschen über eine Dating-Plattform kennengelernt. Es hat gefunkt und wir waren auf jeden Fall, wir waren einen Monat klassisch auf Wolke 7. Allerdings habe ich schon beim ersten Date aufgehorcht, als er von seinem übervollen, stressigen Leben erzählt. Er ist halber Profi auf einer 50-Stunden-Stelle und hat ein Kind aus einer vorigen Beziehung. Trotz aller Verliebtheit kam auch recht schnell so eine Schwere rein, weil er teilweise noch in seiner vorigen Beziehung verstrickt ist, erst vor kurzem eine Therapie angefangen hat und sehr in seiner Co-Abhängigkeit drinsteckt, sich ganz schlecht Zeit für sich nehmen kann, es immer wieder allen recht machen will. Ja, das ist ja, was ich immer wieder sage, was man nicht wahrhaben will, glaube ich. Ich wollte das früher auch nicht wahrhaben, dass so co-abhängiges oder Pluspol-Verhalten ist nicht unbedingt attraktiv und fuckt andere teilweise echt ab. Deswegen sollte man echt sehen, also nicht, dass man nicht nett sein darf, aber ich weiß nicht, das Leben will uns einfach so in der Mitte haben, also weder zu egoistisch und narzisstisch, aber auch eben nicht so co-abhängig und wirklich, schreibt euch das hinter die Löffel, es ist einfach unattraktiv auch, ne? Er ist auf eine Art so ein krasser Spiegel von Anteilen meinerseits, die ich in den letzten Jahren in krassen Prozessen aufgearbeitet habe. Ja, den Weg gehen ganz viele. Wenn sie nicht mehr Minuspole daten, bekommen sie nochmal einen Pluspol serviert, der so war wie man selber, um nochmal wirklich mit dem Gesicht nur einmal richtig, guck, so war es so früher. Ja, haben ganz viele. Das ist echt lustig. Naja, wenn man es lustig findet. Vielleicht findet man es auch nicht lustig. Also die ich in den letzten Jahren in krassen Prozessen aufgearbeitet habe. Er hatte dann nach einem Monat so einen klassischen, Bindungsangstmoment. Ich konnte ja ganz gut drauf chillen und bei mir bleiben und das bei ihm lassen und das hatte sich auch schnell wieder gelegt. Okay, aber natürlich hat es auch etwas in meiner rosaroten Brille gemacht. Das hat mich eher genervt und war unattraktiv für mich. Wir haben ganz schöne Zeit miteinander verbracht. Ich habe mich sehr wohl mit ihm gefühlt. Es war lustig, Körperlichkeit läuft und wir haben eine sehr tolle Kommunikation, wenn es darum geht, über uns zu reden und unsere Struggles. Mit der Zeit habe ich einfach immer mehr gemerkt, dass ich seine Lebensgestaltung und seine Denkweisen ungefähr gar nicht spannend finde. Und es war nicht so, dass das am Anfang anders war, sondern das war im Rausch der Verliebtheit einfach nicht so wichtig. Und ich habe bestimmte Sachen wie diese krasse strukturelle Einschränkung bei ihm, also mit Job und Kind, ganz gut beiseite geschoben. Es gibt Betrachtungsweisen, die ich auch konkret sehr schwierig finde. Vor allem gibt es, bis auf die oben genannten Sachen, ungefähr nichts, was mich an ihm begeistert. Oh mein Gott. Wo ich neugierig auf einen bin, wo ich einen Austausch mit ihm bereichernd finde. An vielen Stellen fehlt mir eine politische Auseinandersetzung mit seinen Strukturen. Ja, die Halmer-Szene ist wirklich berüchtigt. Genau. Ich weiß von mir, dass ich bei anderen Menschen, die vielleicht auch nicht so am Start waren, wie sich vor allem mein inneres Kind das gewünscht hat, trotzdem am Start geblieben bin, weil ich da ein Interesse an den Menschen selber ausschlaggebend und die Motivation war und ist, okay, das ist ein bisschen sperrig, der Satz, aber ich glaube, wir verstehen schon, was gemeint ist. Da spüre ich nicht so bei ihm, für ihn. Auch wenn er sich mal weniger meldet, nicht so viel von ihm kommt, führt das nicht dazu, so klassisch Bindungsangst, dass mein Interesse auf einmal wieder stärker ist, sondern es macht die ganze Sache für mich eher noch unspannender und unattraktiver. Trotzdem frage ich mich, ob das nun eine Form der Bindungsangst dazu ist. Würde mich super über ein paar Ideen und Gedanken dazu freuen. Ja, schreibt gerne, was ihr so denkt, in die Kommentare. Also offensichtlich bist du nicht genügend verliebt in ihn und ich sage auch immer wieder, es ist auch für einen selber letzten Endes in so einem frühen Datingprozess müßig drüber nachzudenken, ob man Bildungsangst hat oder nicht.
Weil an so einem frühen Punkt ist das, also das ist eine Sache, über die man sich dann nach 7, 8, 9 Monaten Gedanken machen kann. Die sollten einfach glatt laufen. Und wenn am Anfang, wenn es einfach, ja, nach einem Monat schon, oh, gähn, in China ist ein Sack Reis umgefallen und oh, je, mein, nee, was, ich gucke lieber die Farbe beim Trocknen an der Wand an, als diesem meinem Typen mir zuzuhören. Ja, es ist letztlich auch egal. Also dann ist es einfach nicht der Richtige. Natürlich kann sich Bindungsvermeidung so äußern, dass man bindungssichere Menschen irgendwie zu unspannend findet, zu hohe Erwartungen hat und dann immer den Bad Guys hinterherrennt. Also ich verstehe das Problem schon. Aber um überhaupt seine Bindungsangst anzugehen, sollte man jemanden daten, den man so interessant findet. Das ist auf jeden Fall mal die ersten 6 Monate trägt, dass man sich auch so sicher sein kann, eigentlich passt das und ich finde ihn noch attraktiv. Und da kann man sich auch sicher sein, dass es wirklich Bindungsangst ist, wenn man immer noch es irgendwie hakt. Oder das heißt sicher kann man sich, aber viel sicherer sein. Aber ja, vielleicht ist es auch eine ganz gesunde Reaktion bei dir, wo du einfach siehst, boah, weiß ich nicht, also ich finde ihn nicht richtig interessant, er entspricht nicht meinen Standards, er ist mir zu pluspolig, das ist leider echt ein Punkt, ne? Ja, zu uncool, hat obendrein noch zu wenig Zeit, also das kann auch eine ganz, vor allen Dingen mit dieser zu wenig Zeit und auf mich einzugehen und zu wenig Zeit für eine Beziehung auch, kann auch ein sehr gesunder Punkt sein, ne? Ja, was sagt ihr dazu? In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder.